Herzlich willkommen im RRB Lotusblüte TV. Mein Name ist Sanara Angelika Dengler und ich grüße euch heute ganz, ganz herzlichst, um euch mal einige Neuerungen, die sich bei RRB Lotusblüte ja ganz bald ergeben werden, vorzustellen. Wir werden zum Jahresende RRB Radio schließen. Das heißt, nach 12 Jahren werden sich die Tore von RLB Radio schließen und wir werden natürlich nicht ganz weg sein, sondern es kommt Neues. Denn aus RLB Lotusblüte Radio wird RLB Lotusblüte TV. Das heißt, wir werden jetzt in Zukunft nur noch Videos machen. Nur noch hört sich gut an. Jedoch, wir werden natürlich immer wieder ja, interessante Experten mit spannenden Themen hier zu uns einladen, die euch natürlich dann mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit bereichern werden. Das ist so unsere Philosophie, die sich neu für uns ergeben hat. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Denn in der neuen Zeit, ihr Lieben, ist natürlich die persönliche Präsenz ganz wichtig. Das heißt, sich auch mal gegenüber zu sitzen, so wie in einem Video, das gibt Nähe, das gibt einfach Verbundenheit. Und das möchten wir damit erreichen, dass ihr dabei sein könnt und wir mit euch direkt verbunden sind. Natürlich jetzt auch noch für alle Autoren, für alle Verlage, wenn ihr interessante Bücher habt, die zu unserer Philosophie RLB Lotusblüte passen, dann stellen wir die euch gerne in einem kurzen Video hier vor. Das heißt, es wird daraus etwas vorgestellt, gelesen, als auch das Buch gleichzeitig gezeigt, sodass man sich natürlich ein ganz anderes Bild von diesem Buch machen kann, von dem Autor, von dem Verlag. Und das finden wir, ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist natürlich das, was wir euch immer wieder anbieten. Und wenn auch ihr interessiert seid, euer Buch hier vorzustellen, dann wendet euch an uns. Und ihr könnt es gerne vorstellen. Auch für alle Autoren, die vielleicht mal persönlich sich auch vorstellen wollen. Auch die Möglichkeit besteht hier bei uns, dass ihr euch in einem Gespräch im Video hier auch mal selbst vorstellt. Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man auch mal seine Präsenz persönlich zeigen kann und natürlich auch, dass man auch seine Werke, die natürlich jetzt neu entspringen aus einem, damit präsentiert. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, es kommen viele Neuerungen. Und was gibt es noch Neues? Wir haben natürlich auch vor, mit euch live dabei zu sein. Live vielleicht in einem Meditationskreis oder zu anderen spannenden Themen. Themen aus der geistigen Welt. Spirituelle Themen, je nachdem, was sich gerade anbietet, sind wir dann live für euch hier direkt dabei und ihr könnt auch mit uns live verbunden sein und sogar Fragen stellen, euch austauschen in einem Chat, der dann anhängig sein wird. Ja, ihr merkt schon, es kommt viel, viel Neues. Und das ist ja unsere Intention. Einfach live euch mehr Nähe zu geben. Ja, wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Freude, wenn ihr natürlich hier mit uns gemeinsam dabei seid. Und damit ihr auch immer wisst, wo was zu finden ist, wir haben natürlich auch eine Webseite rlb-lotusblüte-tv.de und da könnt ihr immer nach wie vor schauen. Die alte Webseite radiolotusblüte.de bleibt natürlich auch weiterhin bestehen, sodass nichts verloren geht. Somit könnt ihr auch jedes Video,
natürlich auf unserem YouTube-Kanal euch anschauen und in unserer Mediathek. Und wer die Experten auch noch mehr kennenlernen möchte, dazu bieten wir immer für jeden Experten eine Expertenseite an. Da geht schon vieles raus hervor und auch dort werdet ihr die einzelnen Videos finden, die zu diesem Experten dann hier mit uns gemacht wurden. Ja, was bleibt mir noch anderes übrig, als euch viel Freude zu wünschen? Wir haben schon die Freude, wir sind schon voll begeistert und unsere Änderungen sind voll im Gange und wir wünschen euch dann weiterhin eine segensreiche, beseelte und natürlich weiterhin informative Zeit im LLB Lotusblüte TV. Alles Liebe, das wünscht euch eure Sanara.